Ja, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute wollte ich euch einfach mal einen kurzen Überblick geben über mein Projektfahrzeug. Einige von euch haben vielleicht schon gesehen, dass ich ein paar Videos in der Vergangenheit darüber mitgemacht habe. Und zwar ist das ein Mazda MX-5, 90er Baujahr, 1,6 Liter Maschine mit 115 PS. Und ja, da bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren dran, tatsächlich was draus zu machen. Hab leider nie so wirklich den Drive gehabt, das Projekt bis zum Ende durchzuziehen. Hab's mir aber jetzt vorgenommen, tatsächlich ja, so langsam mal zum Ende zu kommen. Und zwar wollte ich euch heute einfach mal zeigen, wie weit ich jetzt tatsächlich bin und was für Arbeiten so gesehen noch anstehen, was wir in Zukunft zusammen dann auch einfach machen werden. Denn wie gesagt, ich habe ja jetzt schon angefangen. Einige haben vielleicht gesehen, ich habe den Zylinderkopf schon mal abgebaut, den Ventildeckel gestrahlt, ich habe einen Alukühler verbaut und ja, würde sagen, das ganze Projekt nimmt irgendwie ein bisschen Gestalt an so langsam. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal zeigen, was ich jetzt eigentlich in der Vergangenheit schon gemacht habe, was ihr leider nicht sehen konntet und wie weit der Projektstatus ist und was halt noch genau zu tun ist. Wie gesagt, da würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir einmal ums Auto rum und ich zeige euch mal, ja, was noch zu tun ist. Ja, hier ist jetzt zu sehen, Motorblock ohne Kopf. Das gucken wir uns jetzt einfach mal direkt mal mit an. Schauen uns mal an, wie das jetzt alles hier so aussieht. Und zwar sehen wir hier jetzt schön, die Zylinderlaufbahn. Das sieht jetzt tatsächlich, ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich nehme mal die Dichtung hier runter. Die kommt ja jetzt eh so gesehen neu. Und da können wir jetzt ganz schön drauf erkennen, die Abdrücke von der Zylinderkopfdichtung. Also die Reste müssen dann natürlich jetzt irgendwo auch weggeschliffen werden. Der ist insgesamt auch ziemlich ölig, der ganze Block. Das lag jetzt auch einfach an der undichten Ventildeckeldichtung. Ja, hoffentlich ist das danach auch vorbei. Der wird natürlich einmal richtig sauber gemacht vorher noch. Der Zahnriemen wird natürlich auch noch gemacht, der hängt hier jetzt noch so lose runter, aber da wird jetzt auch noch mal alles zerlegt und dann wieder vernünftig zusammengebaut. Einen Ölwechsel hatte ich vor kurzer Zeit schon mal gemacht, ne, weil der stand recht lange, wurde nicht bewegt, deswegen habe ich ja einmal das Öl rausgelassen, neues Öl eingefüllt, neuen Ölfilter verbaut, und der lief ja bis zuletzt jetzt eigentlich noch ganz in Ordnung soweit. Ja, das ist das, was jetzt hier im Motorraum halt großartig noch zu tun ist. Man sieht hier halt ganz schön jetzt diesen neuen Wasserkühler, den ich eingebaut habe. Der ist halt deutlich dicker als ein Originalkühler. Dadurch erreichen wir einfach auch eine höhere Kühlleistung, weil so ein MX-5 ist halt bekannt dafür, immer mal wieder Kühlprobleme zu haben. Damit wollte ich jetzt einfach entgegenwirken, indem ich jetzt den Alukühler eingebaut habe. Und ja, hoffen wir mal, dass wir danach keine Probleme mehr haben. Denn die Sache ist die, ich habe auch den Wärmetauscher ausgebaut, den kompletten Gebläsekasten ausgebaut, da das einfach nur noch ein reines Sommerfahrzeug wird. Deswegen sieht man auch hier die ganz lustig diese Konstruktion aus irgendwelchen ja, Heizungsbauerrohren, die ich mir da mal gebastelt habe, um halt den Übergang zum Wärmetauscher einfach ja, zu überbrücken, so gesehen. Der ganze Gebläsekasten ist ja raus. Das heißt, wir haben keine Lüftung mehr in dem Fahrzeug zurzeit. Das wird sich aber in Zukunft auch ändern. Ich werde da auf einen elektrischen Antrieb umsteigen, dass wir trotzdem die Lüftungsfunktion, die Defroster-Funktion für die Frontscheibe haben. Denn das ist, soweit ich weiß, auch Pflicht. Ohne funktionierende Lüftung kriegen wir halt keine Hauptuntersuchung auch. Deswegen werde ich mir da noch was einfallen lassen und das halt auf jeden Fall noch machen. Gehen wir weiter. Und zwar, jetzt sehen wir hier, ich habe da einen Kotflügel dran. Der ist noch nicht befestigt, aber der ist soweit schon grundiert und vorbereitet. Der ist angepasst, das funktioniert alles. Da oben hängt die Stoßstange, die da mal dran soll. Ist eine gebrauchte Stoßstange, muss ja noch zu Ende präpariert werden, bevor sie dann auch mal grundiert werden kann. Wie man sieht, ist hier mal alles ja an Haltern abgerissen. Das habe ich mit Glasfaser soweit geklebt, repariert, dass man das wieder vernünftig befestigen kann in Zukunft. Da sieht man auch hier überall war die halt eingerissen. Das musste ich alles damals mal reparieren, damit das auch wieder vernünftig hält.
Und die kommt dann, wie gesagt, hier dran. Irgendwann. Das dazu. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Also hier haben wir Motorhaube natürlich. Die Motorhaube ist schwarz und staubig. Die ist aber in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand. Keine Beulendellen etc. Da habe ich eine kleine Stelle mal spachteln müssen da oben. Das ist aber alles soweit voll in Ordnung. Der Scheibenrahmen, der war recht rostig gewesen in der Vergangenheit. Den musste ich komplett einmal entrosten und dann auch grundieren, damit er nicht wieder anfängt zu gammeln. Die A-Säulen von innen habe ich schwarz-matt einfach mal lackiert, weil das ist ein nicht sichtbarer Bereich in dem Fahrzeug. Deswegen werde ich da auch nicht in der Fahrzeug, ja, Farbe, in der endgültigen Farbe irgendwann was machen, weil da halt wie gesagt sowieso nur Verkleidung drauf kommt. Die Schweller hier unten, die habe ich halt auch irgendwann mal geschweißt schon. Da sieht man hier unten den Bereich. Das ist eine Krankheit bei den ganzen MX-5, bei den ersten Modellen, also die Modelle der ersten Generation. Die Schweller vorne wie hinten rosten halt unglaublich gerne weg. Bei mir waren es tatsächlich nur die Schweller hinten. Vorne habe ich keinen Rost lokalisieren können. Und auch an sich ist das Fahrzeug ansonsten ja so gut wie rostfrei. Die Seitenwand hinten, die habe ich schon mal bearbeitet. Hier kann man eigentlich ziemlich gut erkennen, ja, dass die halt ziemlich weit rauskommen. Also die sind extrem gezogen, die Kotflügel. Wir haben hier auch eine umgelegte Kante, sodass wir halt ziemlich breite Reifen auch darauf fahren können. Ich hatte geplant, darauf 9x16 Zoll zu fahren. Ein ET, ja, irgendwas um 15 rum, würde ich sagen. Und dann würden die recht schön bündig abschließen, mit einer leichten Sturzkorrektur dann auch. Das sind jetzt einfach nur montierte Räder, ja, zwecks der Beweglichkeit einfach, ne? Und wie gesagt, dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir hier ein recht aufwendiges Projekt begonnen. Das muss jetzt noch fertiggestellt werden. Und zwar habe ich mir hier ein Spoiler anlaminiert komplett. Also der ist jetzt eins mit dem Heckdeckel. Das muss auch einmal nochmal glatt gezogen werden mit Spachtel. Da muss im Prinzip, das ist so eine minimale Kante von vielleicht 3 mm, die noch weg muss. Und das erreichen wir halt in dem Fall, wenn wir einmal vernünftig spachteln. Also da gehen wir wirklich mit dem Spachtel irgendwie bis hierhin und ziehen das einfach mal alles glatt. Und dann sieht das schon ziemlich, ja, ziemlich geil aus, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn man jetzt von der Seite hier mal guckt, wie hoch dieser Spoiler geht, denke ich mal, wird das schon ganz nice aussehen auch. Sportauspuff habe ich hier drunter. Und zwar ist das eine 62,5, was ist denn das? 2,5 Zoll, 3 Zoll Anlage. Durchgehend bis Cut. Cut habe ich auch einmal komplett erneuert. Weil der alte ja nicht vorhanden war. Da war einfach ein Ersatzrohr drin, aber das ist halt nicht so fein, damit rumzufahren ist. Ja, damit erreichen wir halt die Abgasnorm nicht mehr. Wir kommen nicht mehr durch die Abgasuntersuchung und das wäre ja in so gesehen auch irgendwie eine Steuerhinterziehung. Das wollen wir ja nicht, deswegen habe ich da alles neu gemacht. Hier sieht man auch schön, habe ich ein neues Gummi auch noch verbaut überall, ne, damit das alles vernünftig hängt, nicht ausgeleiert ist oder ähnliches. Stoßstange kommt da natürlich auch wieder dran. Das ist halt die hier so schön drauf liegt. Auch mit einem Diffusor unten dran. Auch einmal alles aus GFK. Da wir ja nur ein Auspuff mit Rohr hinten rechts haben, musste ich auf der anderen Seite das Loch zumachen. Das war nämlich eine Stoßstange für eine Doppelrohranlage. Das habe ich alles mit GFK zugeklebt und dann alles glatt gespachtelt soweit. Und wie gesagt, jetzt haben wir nur noch ein Rohr auf einer Seite und damit sieht das auch, glaube ich, hinten am Heck ziemlich stimmig am Ende aus. Gehen wir mal weiter auf die andere Seite und nähern uns mal so ein bisschen im Innenraum. Ne, hier sehen wir ganz schön, der Innenraum ist soweit vollständig. Also nicht vollständig zusammengebaut, aber der ist vollständig. Also ich habe alle Teile da, die ich dafür brauche. Ich hatte den zuvor einmal komplett leer. Also ich habe wirklich alles ausgebaut gehabt. Das heißt, Armaturenbrett, Sitze, Teppiche, was auch immer, alles musste raus. Da ich den von innen
einmal komplett lackiert habe. Ich kann euch das vielleicht hier mal zeigen, indem ich das hier einmal so hochziehe. Und dann sehen wir hier drunter vielleicht, da ist halt alles weiß. Ich habe es einmal von innen komplett weiß lackiert. Das war nämlich alles auch ziemlich, ja, sagen wir so, angerostet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das habe ich alles weggeschliffen, alles schön dann lackiert. Und wie gesagt, dann wieder alles zusammengebaut. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen eingestaubt, aber ich würde sagen, das kriegen wir alles wieder später schön raus. Das ist ja alles nur Staub, wenn man hier ein bisschen draufkloppt. Kommt da vielleicht ein bisschen Staub raus, aber ist nichts Wildes. Dann geht es weiter. Wir haben hier ein Reitsportlenkrad, 32 mm Durchmesser mit HKS-Narbe, also eine HKS-Aufnahme für das Lenkrad. Da dieses einen anderen Lochkreisdurchmesser hat als Original, mussten wir halt diese HKS-Narbe noch einbauen, um das halt passend zu bekommen. Ein Schalthebel, ja, Schalthebel von Sparco aus Aluminium gedreht und gefräst. Fand ich ganz schick, habe ich mir drauf gemacht. Und hier haben wir dann die Mittelkonsole, die ist noch ziemlich leer. Ich habe die Lüftungsringe schwarz matt lackiert, damit das schön zum Rest auch passt. Und unten habe ich einen Ausschnitt soweit schon vorbereitet. Und zwar kommt hier unten dann später ein iPad rein, was ich von hinten dann festmache, mit dem kompletten Fahrzeug so gesehen dann ja, vernetze. Das heißt, das iPad wird dann auch über die, ja, über die Zündung gesteuert, geht an bei Zündung an, geht aus bei Zündung aus, also geht in den Ruhemodus dann auch. Dahinter werde ich dann noch einen Verstärker setzen, damit wir da eine HiFi-Anlage einbauen können, um dann auch einen vernünftigen, ja, Sound irgendwo zu haben. Das Schöne ist, ich kann in das iPad dann einfach eine SIM-Karte reintun, habe da ein bisschen Datenvolumen drauf, kann mir im Vorfeld über WLAN auch Lieder runterladen, kann über Amazon Music, ich hab Prime, von daher könnte ich da über Amazon Music mir Playlisten runterladen, auf das iPad laden und dann während der Fahrt auch hören. Finde ich eigentlich persönlich ziemlich cool, weil dann ist man halt immer auf dem neuesten Stand. Man hat keine CDs, USB-Sticks, sonst was rumfliegen, sondern wie gesagt, alles auf dem iPad drauf. Hier hat man vielleicht noch sehen, eine alte Stoßstange, die wird nicht mehr verwendet, die kommt weg. Für die habe ich keine Verwendung mehr. Liegt jetzt hier einfach nur aus Platzgründen einfach noch ein bisschen rum. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder vorne angelangt, würde ich sagen, am Motor. Und da werden wir natürlich dann in Kürze auch weitermachen. Wir werden den Zylinderkopf zerlegen, einmal die Ventilschaftdichtung auch erneuern etc. Außerdem wird der Ventildeckel natürlich noch lackiert, zusätzlich zu ein paar anderen Anbauteilen noch. Also da muss ich noch gucken, was ich alles jetzt wirklich dann noch lackieren werde. Die Bremssättel werden ebenfalls lackiert. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, was die Farbe halt angeht. Die jetzt drauf sind, die sind ja teilweise rot, teilweise schwarz. Und das möchte ich gerne alles einheitlich bekommen. Wie man hier auch so schön sehen kann, die Bremse an sich, ja, Bremsbeläge, Bremsscheiben vorne sowie hinten sind schon bereits komplett erneuert. Was ich noch machen wollte, ist wie gesagt die Bremssättel lackieren und einmal auf Stahlflex-Bremsschläuche noch umbauen. Die habe ich auch schon da. Werde ich auch dann in Kürze noch in Angriff nehmen. Ja, wie gesagt, also hier liegen noch alles Mögliche an Teile irgendwo drin, irgendwelche Verkleidungen und sowas. Werde ich jetzt auch einmal so langsam alles mal freiräumen, um da einfach mal ein bisschen Platz zu schaffen. So, zum Thema Zylinderkopf habe ich mir extra noch Werkzeug bestellt. Und zwar haben wir hier so ein schönes Werkzeug, um ja die Ventilschaftdichtung rauszuholen. Ist mit Druckluft betrieben, werden wir in dem Fall nicht brauchen, weil Druckluftanschlüsse, also das hier zum Beispiel, brauchen wir ja nur, wenn wir über einen Zündkerzenschacht die Ventile oben lassen wollen, um die Ventilschaftdichtung im eingebauten Zustand zu wechseln. Haben wir ja in dem Fall nicht, denn hier haben wir ja den Kopf, der liegt ja hier so schön, ne? Und da werden wir halt das Werkzeug hier unten und den Hebel, die Stange benötigen. Und den Rest hier auch. Ne, das ist so eine Zange,
womit man halt die Ventilschaftdichtung rausziehen kann, sobald die Nockenwellen raus sind und die Hydrostöße, die Ventilfedern, müssen dann runtergedrückt werden mit dem Werkzeug, die Kegelhälften rausgenommen werden und dann können wir mit der Zange auch die Ventilschaftdichtung rausziehen und diese dann auch erneuern. Wie gesagt, das habe ich jetzt einfach mal investiert, weil ohne dieses Werkzeug funktioniert das einfach nicht vernünftig. Hier nochmal der Ventildeckel, der gestrahlte, wo ich ja bei Daniel war. Muss ich sagen, ist echt schön geworden. Also da werden wir jetzt eigentlich nur noch einmal anschleifen müssen, um dann halt lackieren zu können und um im Anschluss dann auch einfach den Kopf wieder zusammenbauen zu können. Da kommt der lackierte Ventildeckel wieder drauf und hoffentlich läuft die Karre danach auch wieder vernünftig. Da bin ich aber ziemlich zuversichtlich. Ich sehe da jetzt kein Riesenproblem drin, was das angeht. Aber das wird alles noch ein paar Tage dauern. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben dann zwischen den Feiertagen ein paar Tage Zeit. Da werde ich mal wohl ein bisschen auch was machen. Es kommen auch noch ein paar andere Fahrzeuge, um die ich mich jetzt kümmern muss in den nächsten Tagen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt es in die Kommentare. Irgendwelche Anregungen, da würde ich mich drüber freuen. Manchmal habe ich auch nicht immer alles im Kopf, was halt das Projekt angeht. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, teilt sie mir mit. Ich schaue mal, ob ich das dann irgendwie umsetzen kann in der nächsten Zeit auch. Aber ich würde sagen, stay tuned und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Beobachtet meinen Kanal einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.